Hallo und willkommen in unsere Baubüros. Vielleicht kennen wir uns schon von vorbeigehen und ihr habt gewundert, wessen Büros ihr reinguckt. Wir sind der Realisierungsmanagement von Stuttgart 21. Mein Name ist Tinashe Shoniva und ich bin Baubewacher. Heute nehme ich euch mit auf der Baustelle bzw. in Bauabschnitt 18 und wir gehen zu der Brillenwand hier in dem Bereich Bauabschnitt 18, wo der Brillenwand fertig Teile am Bahnsteig 4 betoniert wird. Also als Bauüberwacher, was mich interessiert ist, ich tausche meinen Schreibtisch und Bürostuhl mit meiner Jacke und Helm. Dann gehe ich auf die Baustelle. Also, geh mal los. Ciao, ciao. Als Baubewacher koordiniere ich Themen zwischen den Auftragnehmer und allen Baubeteiligten. Ich bin dafür verantwortlich für die Qualität und Terminverfolgung des Bauablaufes. Also zwecks Qualitätskontrolle, ich bin auch dann dafür zuständig, einfach nur um zu schauen bzw. zu kontrollieren, ob die Bewährung richtig verlegt wurde oder die Schalung. Und wenn etwas nicht stimmt, man sagt den Auftragnehmer einfach nur Bescheid und die sollen das korrigieren. Sonst gibt es keine Freigabe zur Betonage. Aber das passiert eher selten, weil wir eine gute Zusammenarbeit mit unseren Auftragnehmern haben. Die verstehen unsere Aufgaben und die sehen es nicht, als ob wir immer auf die Finger gucken müssen. Und jetzt wird's spannend. Warum bin ich Bauingenieur geworden? Gute Frage. Für mich geht's persönlich einfach nur darum, die Welt zu verbessern. Also die Entwicklung. Bauingenieurwesen ist Entwicklung eines Landes. Also ohne Straßen, wir bauen Straßen, wir bauen Entwässerungssysteme und hier die neue Stuttgart Bahnhof. Und das heißt, es macht Spaß zu sehen, wie ein Projekt entsteht, wo mal nichts war. Später gibt es etwas, was man seine Kinder dann zeigen kann oder Enkelkinder oder Frau. Und ich bin immer stolz darauf, dass meine Kinder zu zeigen, dass ich war bei dem Bau eines Projekts beteiligt war. Jetzt sind wir in der Bahnhofshalle und zu sehen ist, der Plan des Architekten geht auf. Diesen Raum bzw. die Bahnsteighalle hat einen einmaligen Charakter. Jeder guckt sich die Kehlstutzen an, aber es sind nicht nur die Kehlstutzen, die geschwungen sind, sondern alle Bauteile in dieser Bahnhofshalle sind geschwungen. Jetzt gehen wir mal zu einer Ecke, um das mal anzuschauen. Jetzt sind wir angekommen in Bauabschnitt 18, wo das letzte Brillenwandfertigteil am Bahnsteig 4 betoniert wird. Hinter mir sehen wir uns einen Fahrmischer und die Autopumpe. Der Fahrmischer liefert den Beton vor der Mischanlage und wird der Beton dann in den Autopumpe eingebracht. Von dort aus geht es dann durch den Schlauch in das Brillenwandfertigteil. Also, jetzt sehen wir das verschallte Brillenwandfertigteil. Also,
die Schalung ist halt besonders, weil jedes Fertigteil ein anderes Geometrie hat. Und zunächst würden wir die Rückschalung stellen, das heißt, das ist direkt an den Brillenwand. Dann wird die Bewährung verlegt und im Anschluss danach wird dann die Stellschalung, was wir jetzt hier sehen, eingebaut. Und um die Kräfte zu halten von dem Beton, haben wir auch dann Legosteine eingebaut, damit die Schalung nicht nachgibt. Und beziehungsweise bei der Betonage ist es auch wichtig, auf die Betoniergeschwindigkeit zu beachten. Wenn zu schnell betoniert wird, kann die Schalung nachgeben. Deswegen hier betonieren wir zuerst die untere Hälfte und dann gehen wir auf die andere Seite. Betonieren wir auch dann die untere Hälfte weiter. Im Anschluss wechseln wir zurück auf die Seite, dann können wir nochmal bis nach oben betonieren. Und so geht die Betonage. Jetzt ist die Betonage beim Bahnsteig 4 abgeschlossen. Und so sieht ein fertig betoniert Brillenwand-Fertigteile aus. Also es besteht aus 2 in situ betonierte Teile und einen kleinen Stutz, was zwischen die 2 angehängt wurde. Und wie man sieht, nicht nur die Kehlstützen haben diese organische runden Form, sondern auch dann die Brillenwandfertigteile in alle Richtungen gebogen. Hier sehen wir eine der Tunnels aus Richtung Untertürkheim und Flughafen. Es wird richtig gearbeitet, die feste Fahrbahn herzustellen. Und jetzt sehen wir die Brillenwand, wofür es da ist. Einfach nur den Tunnel und die Bahnhofshalle zusammenzuführen. Nicht nur Züge kommen hier rein, sondern auch die Menschen. Aber nicht durch den Tunnel, sondern auch durch den Zugang, Südeingang. Also von Planetarium oder von der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie können die Passagiere auch hier in das Bahnhofshalle reinkommen durch Fahrtreppen, Treppen sowie Aufzügen, das heißt barrierefrei. Der Personensteig wird an das Dach angehängt mittels dieser Stahlteile, was wir hier sehen, die Steigabhänger. Von dort aus können die Menschen über Fahrtreppen, Treppen und Aufzüge auf dem Bahnsteig. Die Mühen haben sich gelohnt.